So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Karmesin, die indigo-blaue Scheibe. Es gibt jetzt einen Kampf zwischen Jo und Nemila. Und wir schauen mal, wie der so läuft. Diese Nemila hat mich total platt gemacht. Wer genau ist sie nochmal? Ehrlich? Die hat Level 70er Pokémon, du hast Level 90er, du müsstest die eigentlich komplett fertig machen. Sie ist ein Champ der Paldea-Region. Das erklärt, warum sie so stark ist. Das war klasse, Jo. Du hast dich echt gut geschlagen. Kein Wunder, dass du an deiner Elite-Schule als Champ giltst. Nein, das stimmt nicht mehr. Außerdem habe ich verloren. Ach, gewonnen, verloren ist doch völlig egal. Bei Pokémon-Kämpfen geht es nur um den Spaß. Das stimmt. So ist Nemila immer drauf. Man gewöhnt sich daran. Alles okay? Brauchst du ein bisschen Abstand von ihr? Hey, ich bin doch kein Monster. Überhaupt nicht. Das hat Spaß gemacht. Ich verstehe das auch, warum sie es fragt. Aber ich bin ja auch so. Ich bin ja auch jemand, der zwar gerne mit anderen zusammen ist, aber ich brauche auch eine Pause ab und zu mal von Leuten. Mega viel Spaß. Seht ihr? Ja, wer ist das denn? Hanna, alles klar bei dir? Irgendwas stimmt mit ihren Augen nicht. Mo. Die Musik ist cool. Schön, dass wir im Takt nicken. Mo. Mo. Ist das deine Schwester, Jo? Will sie uns damit sagen, dass sie auch gegen mich kämpfen will? Nein, es sieht überhaupt nicht danach aus. Sorry, Leute, könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, sie von ihr wegzutragen? Dein Ernst? Wir sollen sie einfach wegtragen? Okay. Wovon ist sie besessen? Also sie wirkt ja jetzt wirklich besessen. Und ich befürchte, es hat was mit dem Trio zu tun, das wir hier besiegt haben. Die drei Helden-Pokémon, die haben ja alle mit dieser Kette, die hatten ja alle diese Giftkette als Fähigkeit. Und die gehören ja alle zusammen. Und das wurde ja, meine ich, impliziert, dass da irgendwie noch was drüber gibt. Dass sie im Auftrag von irgendwem handeln. Und ich glaube, wir treffen jetzt den Meister. Das, was sie verbindet. Und bist du sicher, dass du nicht bei deiner Schwester bleiben willst? Ja, das ist schon okay. Tagsüber passen Omi und Opi auf sie auf. Ich denke, sie haben sie vorhin nur einen Moment lang aus den Augen gelassen. Sorry, dass ich euch alle eingespannt habe. Schon okay. War ja total easy. Wie bitte? Bin ich die Einzige, die gerne eine Erklärung für das Ganze hätte? Nee, ich auch. So ist Hanna normalerweise nicht. Nein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Sie ist bestimmt nur total aufgeregt, da sie sich total darauf gefreut hat, euch alle kennenzulernen. Nein. Meinst du echt? Ja, deshalb tänzelt sie so komisch herum und schreit die ganze Zeit Mo, Mo, Mo. Bestimmt. Ist irgendwas passiert? Sie hat damit angefangen, kurz nachdem ich den Brief an dich weggeschickt hatte. Am Morgen darauf ging es los, einfach so. Ihr habt recht, vielleicht steckt doch mehr dahinter. Die Leute im Dorf meinten schon, es sei ein Fluch oder so. Ein Fluch? Und plötzlich wird die ganze Sache gruselig. Wie kommt ihr denn darauf? Ist sowas schon mal passiert oder gibt es hier in der Gegend eine Legende, die von einem Fluch erzählt? Tja, ich weiß nicht. Da war nur diese eine Sache, als Wolf hier war und die drei Gefährten besiegt hat und dann auch noch Ogapon gefangen hat. Du scheinst dich in Kitagami ja ordentlich ausgetobt zu haben, Wolf. Maybe.
Ja, ich hab hier sämtliche Legenden Platz gemacht, aber eine habe ich offenbar übersehen. Hanna ist zwar eigenwillig egoistisch und nimmt kein Blatt vor den Mund, aber ich hätte trotzdem gern meine normale Schwester zurück. Das kann ich mir vorstellen. Wenn wir dir irgendwie helfen können, sag Bescheid. Aber... ja, wir helfen dir. An so einen Quatsch für Flüche glaube ich nicht. Solange ich gegen irgendwen oder irgendwas kämpfen kann, bin ich mit von der Partie. In einem Rollenspiel wäre sie der Barbar. Ehrlich. Hauptsache, ich kann irgendwem aufs Maul hauen. Ja, ne, Mila ist ein Unikat. Ich glaube, so kann man das sagen. Seid ihr euch da wirklich sicher? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Wow, danke Leute, wirklich. Also es wird schon dunkel. Lasst uns morgen damit loslegen. Den Rest des Abends nutzen wir lieber für eine ordentliche Willkommensfeier im Gemeindehaus. Alles klar, jawohl. Yeah. Glaube ich, yeah, war Cosima. Die ist ganz schön aufgeblüht, die Gute. Die ist längst nicht mehr so schüchtern, wie sie früher war. Freut mich für sie. Zeigt, dass wir hier ihr einen guten Umgang geben. Unangenehm, ich kann heute nicht reden. Das ist heute echt schlimm. Die Musik ist lustig. Ich mag die Musik. Würde ich mir nicht jeden Tag anhören wollen, aber so mal ist okay. Wir haben uns Getränke besorgt. Zucker und Kohlensäure, meine Lieblingskombi, nicht nur deiner. Hast du den Gemischtwarenladen gefunden? Ja, war gar kein Problem, ist ja gleich um die Ecke. Niemand war da, ich habe mein Geld einfach auf den Tresen gelegt, ist das okay? Klar, das machen alle hier so. Die alte Dame, die den Laden führt, ist manchmal kurz weg. Mann, in Paldea ist das völlig undenkbar. Dazu habe ich eine kleine Geschichte. Es tut mir leid, wenn ich hier so viele Geschichten erzähle, aber ihr wisst, bei so Storys, da bin ich doch immer so ein bisschen mit dabei. Und ja, also ich habe mal mit einem japanischen Studenten geredet, der hier auf der hier halt in so einem Austauschsemester war. Und habe ich mit dem so ein bisschen unterhalten, so zu für Unterschiede zwischen Japan und Deutschland und so weiter. Zum einen fand er es schön, dass hier nicht alles so hochtechnologisiert war, weil der wohl auch aus der Großstadt in Japan kam. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er aus Tokio kam. Ich glaube, der kam nicht aus Tokio. Aber ist egal. Gibt ja noch mehr Städte in Japan. Ist ja nicht so, als ob Tokio alles wäre. Und der hat mir aber erzählt, dass es für ihn einer der größten Kulturschocks war, dass er in einem Café war und er wollte sich noch was zu trinken holen und hat seinen Laptop stehen lassen. Oder er wollte aufs Klo gehen und so weiter. Und hat seinen Laptop stehen lassen. Einfach so alleine unbehelligt. Und dann hat ihn eine Frau angehalten und hat ihm gesagt, dass er das nicht tun sollte, weil könnte geklaut werden oder sowas. Und das war für ihn ein großer Kulturschock, weil er meinte, bei sich zu Hause, wenn er das macht, das machen alle so. Das ist ganz normal. In Japan würde da keiner auf die Idee kommen, dass das irgendwie ein Problem ist. Aber ja, wir sind halt nicht Japan. Wenn er noch ein Handtuch über den Laptop gelegt hätte, wäre das wieder was anderes gewesen. Wir sind ja schließlich in Deutschland. Entschuldigung. Aber ich möchte damit
ein bisschen mit einer positiven Note aufhören. Ja, in Paldea wäre das völlig undenkbar. Halt, was hast du da im Mund, Emila? Hast du dir ohne uns einen Snack reingezogen? Naja, da lag ein einziger Mochi unter einem Schild mit Kostprobe drauf. Dazu konnte ich schlecht Nein sagen. Hey jo, kann man auf diesem Fernseher auch umschalten? Hier läuft die ganze Zeit so ein Infovideo vom Dorf in Dauerschleife. Leider nicht, der Verwalter hat die Fernbedienung versteckt. Na dann suchen wir das Ding, damit wir uns einen Film reinziehen können oder so. Er muss ja irgendwo im Gemeindehaus versteckt haben, oder? Darüber habe ich bisher nicht mal nachgedacht. Ich bin dabei, aber nur wenn wir auf diesem Riesenbildschirm auch ein paar Spiele zocken. Wäre ich auch dabei? Ich mache mir bloß ein bisschen Sorgen um Nemila. Es wurde zu offensichtlich erwähnt, dass sie irgendwas gratis gegessen hat, während die Besitzerin des Ladens nicht da war. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich glaube, Nemila wird die Nächste, die davon besessen ist. Super, wie eine Mini-Version der Schatzsuche. Teilen wir uns auf und suchen die Fernbedienung. Bin dabei. Selbst Wolf gefällt mein Plan. Na gut, dann bleibt uns nur eins festzulegen. Wer die Fernbedienung zuerst findet, darf den Film aussuchen. Ey, nicht so schnell, Jo. Frühstart gilt nicht. Suche die Fernbedienung. Das finde ich lustig. Das finde ich schön gemacht. Nanu, ist da etwa aus dem Topf versteckt? Du findest eine Fernbedienung. Das war einfach. Aber es zeigt halt, dass auch bei dem ganzen Ernst Sachen, die hier passiert, wir trotzdem einfach so ein bisschen Spaß haben können als Freunde. Und das ist auch wichtig. Ja, sieht so aus, als dürftest du entscheiden, was wir uns angucken. Mel Brooks Dracula. Ein Klassiker. Tot, aber glücklich. Klasse, Wolf. Klasse. Ja, klasse, Wolf. Du würdest sicher einen guten Detektiv abgeben. Hey Wolf, du willst bestimmt auch viel lieber Videospiele zocken, oder? Wo steckt eigentlich Nemila? Ist sie auf dem Klo oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich dort nach der Fernbedienung umgesehen. Und bei den Zimmern war sie auch nicht. Vielleicht versteckt sie sich irgendwo, um uns gleich zu erschrecken. Sie geht nicht an ihr Handy. Du hast sie angerufen? Hätten wir da nicht ihr Handy klingeln hören müssen? Nicht, wenn sie, wie ich, das Handy ständig auf Mute hat. Ich bin tatsächlich jemand, ich habe mein Handy immer auf Mute. Einfach dadurch, ich krieg die meisten Sachen, die so kommen, auch auf meinen PC. Finde ich einfach ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Und ja, dementsprechend, weiß ich nicht, bin ich da nicht so der Typ für. Ja, stimmt. Und ja, weiß nicht, mich stört das dann eher, weil dann muss ich alle Gruppen muten und so weiter und so kann ich halt gut aussortieren. Dann kriege ich auch Benachrichtigungen, aber ich sehe sie halt, wenn ich sie sehe. Mit Handys kenne ich mich zwar nicht aus, aber das bedeutet, dass sie, ja, nicht mehr im Gemeindehaus ist. Meint ihr echt, dass sie nach draußen gegangen ist, um nach der Fernbedienung zu suchen? Klingt seltsam, aber momentan ist das die einzige Erklärung. Vielleicht hat sie ja was beim Laden vergessen. Hoffentlich hat sie das Dorf nicht verlassen. Da draußen im Dunkeln kann es gefährlich sein, wenn man sich in der Umgebung nicht auskennt. Wolf und ich werden mal uns im Dorf nach ihr umsehen. Ihr zwei bleibt am besten hier. Was aber? Nicht, dass wir sie am Ende verpassen. Wenn die Mila hier aufkreuzt, könnt ihr Wolf einfach anrufen. Okay, das klingt logisch. Dann viel Erfolg und passt auf euch auf. Wir schieben hier so lange Wache. Außerdem kennt ihr euch im Dorf nicht aus. Wenn ihr dann auch irgendwie verloren geht, ist nicht gut, obwohl es nicht groß ist. Geht noch. Gehen wir, Wolf.
sag ja, die ist jetzt auch besessen. Hol den Exorzist. Wir kotzen hier alles voll. Da steht jemand. Schwer zu erkennen, aber es sind bestimmt die Nachbarn, die auf der Apfelplantage arbeiten. Am besten fragen wir mal, ob sie Nimila irgendwo gesehen haben. Die sind wahrscheinlich auch schon längst verloren. Schwester Joy soll... Eigentlich sollten wir hier Schwester Joy fragen. Weil die steht ja den ganzen Tag hier und glotzt auf ihr Handy. Wahrscheinlich hat sie genau deswegen nichts gesehen. Oh ja. Die sind längst besessen. Entschuldigung. Hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Mo, Mo. Mo, Mo. Mo. Mo, Mo, Mo? Mo, Mo. Mo, 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 Mo. Ja. Was soll denn das werden? Mo, Mo, Mo. Mo, Mo, Mo. Pokémon-Trainer Shigo und Pokémon-Trainerin Ayako fordern dich heraus. Okay. Mo, Mo, Mo. Wird Wanderqualle Terra kristallisieren. Einfach der Tatsache geschuldet, dass wir dann zu einem Stahl-Pokémon werden. Damit sind wir gegen Giftattacken immun. Das ist alles Gift, was die uns entgegenwerfen. Ja gut, ihr Lebenetz ist jetzt nicht so schlimm. Sarzenia, okay, Sarzenia ist kein... Doch, Sarzenia ist auch im Nebentyp Gift, ne? Ja, aber Sarzenia ist gefährlich. Aber das Theme finde ich nicht schlecht. Okay, Noctu ist aber kein Gift-Pokémon. Da sind Yos-Pokémon, oder da ist Yos-Pokémon jetzt auch ein bisschen... Oh, das kann Icy. Ich nehme alles zurück. Ich wollte sagen, es ist ein bisschen im Nachteil, aber... offensichtlich nicht. Physische Attacken. Nee. Warum Nahkampf, Jo? Hättest du noch einen Eishieb eingesetzt, wäre es garantiert weg. Ich fühle mich nicht gut dabei, aber wir müssen wohl gegen sie kämpfen, bis sie sich beruhigen. Kein Problem. Noctu wird dir nichts tun. Oh Gott, das hat Insomnia. Okay, ich hätte einfach einen Gigasauger einsetzen sollen. Aber es hätte nicht gekillt. Dann soll Joris übernehmen. Momo.
Oh. Momo. Ach, ich habe mich erschreckt. Was ist da auf einmal in die 2 gefahren? Bis gestern waren die noch völlig normal. Ja, und jetzt sagen sie das gleiche wie deine Schwester. Was zum Griff hält, ist in unserem Dorf los? Die haben sich aufgeführt wie Hannah. Ja, sie haben sich genauso gruselig benommen wie Hannah. Gut möglich, dass die 2 auch an diesen angeblichen Fluch abgekriegt haben. Warum mussten Emilia ausgerechnet jetzt verschwinden? Da ist sie. Das war wirklich Emilia, oder? Warum rennt sie in Richtung des Kulturzentrums? Schnell, hinterher! Ich würde ehrlich gesagt, auch wenn es dem Bürgermeister nicht gefällt, einen Arzt kontaktieren. Ja, die sagen jetzt alle Momo. Liegen die Gratis-Kostproben noch da? Nee, offensichtlich nicht. Haben wahrscheinlich schon alle gegessen. Na gut, Leute. Ihr lasst jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich hoffe, euch gefällt der Story-Arc bisher. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon, die Indigo-Blaue Scheibe und Momo. Bis dann, euer Wolf.